Okay, vielleicht müssen wir uns ja in den Wagen da verstecken. Da unten in den Wagen vielleicht rein. Nee. Oh nein. Ich glaub's nicht, verflixt nochmal. Jetzt bleibst du mal da, okay? Mist. Okay, vielleicht bauen wir ja hier irgendwas. Mal kurz gucken. Aber wer sind wir denn? Wer ist denn Saga? Hier läuft. Okay, wenn wir mal laufen, ist es zu laut. Okay, hier können wir aber sonst nichts machen. Soll sich mal verkrümeln, der Typ. Ah, vielleicht können wir unter den Tisch. Ja. Okay, ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht wieder. Komm! Oh, Mami ist beschäftigt, hoffe ich. Ja, wir können nur da vorbei. Hey, Saga. Mal wieder unterwegs? Ja. Weiß Papa, dass du hier bist? Ich glaube kaum, dass Papa das weiß. Keine Bagger. Folge mir, Saga. Geheimnis. Hä? Wie sieht die denn aus? Mama! Hm, da kommen wir nicht dran. Was machen wir denn da? Stuhl wird er wohl kaum verschieben können. Mama, mach Tür auf. Hey, Kleines. Mama arbeitet. Wartest du mal kurz? Sekunde, Saga. Ich mach bloß den einen Satz noch fertig. So. Jetzt, was möchtest du denn? Da, Tür auf. Da. Die Tür? Du willst, dass ich dir die Tür aufmache? Kann ich machen. Da, bitte sehr. Aber kletter nicht wieder in den Kamin und verteil die Asche überall, okay? Wo war ich stehen geblieben? Okay, Licht. Was willst du von mir? Hallo, Saga. Wie rasch du wächst, Kleine. Bald wirst du sprechen und dich erinnern und mich mit anderen Augen sehen. Augen, die mich nicht mehr sehen können. Du hast so vieles von mir an dir, Schwester, Tochter. Ich weiß, du verstehst mich noch nicht. Aber du sollst wissen, dass ich über dich wachen und dich beschützen werde. Mit der Zeit wird unsere Verbindung schwächer.
und du wirst mich nicht mehr sehen. Aber ich werde trotzdem da sein. Morgen, in 10 Jahren, solange du lebst. Und am Ende, meine Schwester, meine Tochter, werden wir wieder vereint sein. Der Kreis wird sich schließen, die Welten kommen wieder zusammen, das Gleichgewicht wiederhergestellt. Was für Geschichten wir uns erzählen werden. Ich sehe dich bald wieder, meine kleine Saga. Möge das Gleichgewicht immer mit dir sein. Mit wem redest du, Kleines? Was brabbelst du denn da? Ist sie etwa da drin? Bei allen Sternen, wie ist sie denn rausgekommen? Zauberei, Liebster. Hörte sich an, als rede sie mit jemandem. Wie bist du rausgekommen, kleine Maus? Sind dir etwa Flügel gewachsen? Es ist noch jemand im Haus, Magnus. Ich kann es spüren. Ich spüre nichts. Mach dir keine Sorgen, Etta. Niemand außer uns kann hinein. Es ist unmöglich. Hoffentlich hast du recht. Ich hätte schwören können, da war jemand. Oh, puh. Daddy ist nicht der Einzige, der hier was gemacht hat. Das war ja mal süß. Oh. All deine Entscheidungen wurden für Buch 2 festgehalten. Dein Handeln und deine Entscheidungen in Buch 1 haben den Verlauf deiner Reise bereits auf wichtige Weise verändert. An diese Entscheidungen wird man sich erinnern und sie werden beeinflussen, wie deine Reise in Buch 2 weitergeht. Dies ist eine Übersicht über einige der von dir getroffenen Entscheidungen und die Konsequenzen, die sie in Zukunft haben könnten. Zoe Maya Castillo, ich habe mich entschieden, einen neuen Weg zu nehmen und mir einen Job zu suchen, der nichts mit meinem Studium zu tun hat. Deine Entscheidung hat den Verlauf deines Lebens bereits beeinflusst und wird es weiterhin tun. 79,6% haben auch diese Wahl getroffen. Kian Alvane, ich konnte Arnstond keinem Schicksal überlassen, das schlimmer war als der Tod. Ich habe seine Reise zum ersten Berg beschleunigt. Möge die Göttin seiner Seele gnädig sein und der meinen. Das wird nicht in Vergessenheit geraten. Du wirst dich den Konsequenzen deines Handels bald gegenübersehen. Hoho. 67,6% haben auch diese Wahl getroffen. Trotz seiner Verbrechen gegen sein eigenes Volk habe ich mich entschieden, das Leben des Aufsehers zu verschonen. Andere werden ihn noch früh genug bestrafen. Diese Entscheidung wird das Schicksal von jemandem bestimmen, dem du erst noch begegnen musst. Und sie wird zukünftige Beziehungen beeinflussen. 92,5% haben diese Wahl getroffen. Und wieder Zoe. Bis ich mich wieder erinnere, was vor dem Koma mit mir geschehen ist, werde ich nicht vorankommen. Es wird nicht leicht sein, aber ich werde mich bemühen, mich zu erinnern. Deine Entscheidung wird bald Konsequenzen haben. 91,2% haben auch diese Wahl getroffen. Visa mag keine Experimente, was seine Ernährung angeht. Ich habe ihm gekauft, was er immer mittags isst. Käsesuppe. Langweilig, aber so ist Visa nun mal. Diese kulinarische Entscheidung wird unerwartete und möglicherweise weitreichende Konsequenzen haben. Was für eine Käsesuppe? 54,8% haben auch diese Wahl getroffen. Also da war immer 50-50. Oh. Queenie hat mich gefragt, wonach ich suche. Ich habe ihr gesagt, dass ich irgendwie ins Reine kommen möchte. Mit meiner Vergangenheit, mit mir selbst, mit Dad. Dass es ist, was mir am wichtigsten ist. Deine Entscheidung wird dein Herz und deine Seele auf unerwartete Weise prägen. Oh oh. Und da haben nur 6,9% die Wahl getroffen. Da bin ich ja voll die Randgruppe. Ich konnte nicht zulassen, dass dieser feige Mr. London Baruti verprügelt. Ich musste entscheiden, selbst wenn London mich
Nee, ich muss da einschreiten, selbst wenn London mich jetzt auf dem Radar hat. Diese Entscheidung wird schon sehr bald verfolgen. 91,3% haben diese Wahl getroffen. Als ich Nela mit ihrem Freund auf einem Kollektiv gesehen habe, bin ich lieber stehen geblieben und habe zugehört, statt sie zu unterbrechen. Deine Entscheidung wird deine Beziehung zu Nela beeinflussen. 64,3% haben diese Wahl getroffen. Es gefiel mir nicht, wie Visa mit mir geredet hat, aber ich bin nicht darauf eingegangen. Ich war zu müde, um zu kämpfen. Ich wollte einfach nur einen ruhigen Abend zu Hause. Diese Entscheidung wird die Beziehung zu deinem Freund beeinflussen. 87,1% haben diese Wahl getroffen. Ja, Leute, das war Book 1 bzw. Buch 1. Und wir haben ja noch Buch 2, 3 und 4, also wird die Reise auf jeden Fall weitergehen. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Und das war schon mal ein super Start, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie es mir gefallen hat. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie denn die Geschichte so weitergehen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon mal direkt weitermachen soll oder nicht. Ach komm, machen wir direkt mal weiter. Zumindest mal kurz reingucken. Still, Kindchen, still. Leg deinen Kopf auf dein Kissen, mein Kleiner. Bald bist du zu Hause bei Arma. Ich hab dich vermisst, mein Kind. Ich hab dich vermisst hier im Tiefen, im Dunklen, im Kalten. Komm zu mir, mein süßer kleiner Kien. Komm. Heim. Wie geht es ihm, Naane? Wird er überleben? Eure Magie hat ihn aus der Dunkelheit zurückgebracht. Meine Magie hat ihm geholfen zu bleiben. Aber nun ist es allein sein Kampf. Er muss sich entscheiden zu leben. Still, Kian, still. Bette deinen Kopf auf das Kissen. Bald bist du zu Hause. Im Tiefen, im Dunkeln, im... Warum halten wir ihn am Leben? Er ist der Feind. Lass das Fieber ihn verzehren. Nein, Nico. Wir haben ihn aus einem Grund hergebracht. Wir brauchen ihn. Lebend. Du hast mich befreit, Kien Alvane. Gib dir nicht die Schuld an meinem Tod. Das ist es, was ich wollte. Frei zu sein. Wiedergeboren zu werden. Wenn ich euch töte, werdet ihr jeden Ruck meiner Klinge spüren, während euer Leben versiegt. Euer Schmerz, eure Schande, eure Entehrung werden meine Rache sein. Und ich werde da sein, um zu erleben, wie eure Seele zu den niederen Reichen hinabsteigt, zum Schatten in diesem tiefen, dunklen, kalten Wasser. Sie können euch nicht ewig beschützen, Apostel. Am Ende werdet ihr euch euren Sünden stellen müssen. Und ihr werdet dafür bezahlen. Schlaf, mein Kind. Schlaf und wach nie mehr auf. Wir warten auf dich, wir alle. Wir warten im Tiefen, im Dunklen. Komm zu uns. Da draußen gibt es nichts mehr für dich. Du gehörst hierher. Zu Arma. Im tiefen, dunklen, kalten. Für immer und ewig. Ich muss gehen. Er wird bald aufwachen. Sorgt dafür, dass er isst und trinkt. Er wird sich erholen. Die einzigen Wunden, die ich nicht heilen kann, sind die in seinem Inneren. Diese muss er selbst heilen. Wach auf, Kian. Wach auf. Wach auf. Wo im Namen des Schattens bin ich?
Da sind wir auf jeden Fall wieder Mr. Alva, ne? Nach seiner Flucht. Ich habe mich schon gefragt, was mit dem passiert ist. Oh, wir scheinen gerettet worden zu sein. Wir haben auf jeden Fall ein Mädel gesehen und... Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht einfach getötet haben, als sie Gelegenheit dazu hatten. Schließlich ist er unser Feind. Er hat Raven ermordet. Ich habe gehört, er ist übergelaufen. Der Apostel ist jetzt anscheinend einer von uns. Ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Okay, die Leute sind ziemlich zwiegespalten, was uns angeht. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Wo bin ich? Sieh dich in der Enklave um. Okay, einfach mal rumgucken. Okay, ich glaube, da hinten sind die zwei, die uns, die eben bei uns am Zimmer waren. Schicke Bilder. Ah, ich weiß nicht, soll man direkt zu denen hingehen oder soll man uns erstmal umgucken? Okay, rennen können wir nicht. Ah, was haben wir denn hier in der Bibliothek? Wer bist du denn? Können wir mit dir reden? Ne, natürlich nicht. Okay, wird wahrscheinlich auch nicht viel sein. Ja, und da sitzt auch noch jemand. Mit uns will keiner reden hier. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen direkt mal in die Hauptkammer. Ich denke mal, die erwarten uns schon. Die zwei da hinten. Oh, hier ist richtig was los. Aber keine... Ah, Moment. Was hast du vor? Hast du vor, den Wächter umzudrehen? Warum sollte ich etwas so Offensichtliches machen, wie den Wächter umzudrehen? Das wäre ein idiotischer Zug. Ich weiß nicht, weil du eine Frau bist. Ach, halt die Klappe und spiel dein Istrum. Dräng mich nicht, ich muss nachdenken. Na, dann ist die Partie ja gelaufen. Mach einfach, was du sonst auch machst und schieb die Steine umher, bis du verlierst. Still! Ich brauche Ruhe! Ich weiß genau, welchen Zug ich jetzt machen würde. Was wirst du machen, Ozak? Nein, sag's mir nicht. Ich glaube, ich weiß es. Eine junge Sid. Die Partie wäre so schnell zu Ende, wenn ich an Elnoris Stelle wäre. Du bist sowas von erledigt, Ozak. Tut mir leid. Interessante Wesen. Unsere Wasservorräte sind gefährlich knapp und ich rieche im Wind keinen Regen. Du wirst heute Abend den Felsen hochsteigen müssen, um die Fässer aufzufüllen. Nimm Anik mit und Ina auch. Beide wollten unbedingt was tun. Sie wird Wache stehen, während ihr zwei die Fässer hochzieht. Ich habe gehört, dass unsere Körbe leer sind, schon mal gesehen. Bis auf dieses schreckliche Fladenbrot. Ein schlechter... Okay, auf jeden Fall ein interessanter Ort hier. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal zu den zwei dahin. Und gucken mal, was die uns zu erzählen haben. Der Verräter ist wieder auf den Beinen. Gepriesen sei das Gleichgewicht. Was machen eure Wunden? Meine Wunden sind noch nicht vollständig verheilt. Sie haben sie versorgt und sich um mich gekümmert, während ich im Fieber lag. Sie wissen sicher, dass ich noch schwach bin. Das muss eine Prüfung sein. Ich habe noch Schmerzen, aber vor diesen Fremden werde ich keine Schwäche eingestehen. Ich werde ihre Fragen nicht beantworten, bis ich weiß, wer sie sind und was sie von mir wollen. Na, sind wir mal ehrlich.
Und Schmerzen haben wir mit Sicherheit noch. Meine Wunden sind... Ich habe noch Schmerzen, aber meine Wunden verheilen. Was ist das für ein Ort? Ihr wollt mit der Information wohl zu euren Herren laufen und euch euer Leben zurückkaufen, hä? Liko, ihr seid in der Enklave, der alten Bibliothek, die der Wächterorden des Gleichgewichts in Makuria aufbaute. Sie dient uns als Ausgangsbasis. Uns? Dem Widerstand, Alvane. Denen, die sich zum Kampf gegen die Asadi zusammengefunden haben. Magische wie sie und ich. Ich erinnere mich...